Also 5 Meter weiter Club. Ist ein Parkplatz. Also ja, und 20 Meter weiter ist eine Stadt mit Werkstatt. Ja, dann fahren wir noch zur Stadt mit Werkstatt. Ich glaube, einer der am Unfall beteiligten Menschen bräuchte eventuell vielleicht auch medizinische Beihilfe für den Typ, bei wem macht's denn die ganze Zeit bumm, bumm, bumm hier? Ja, bei wem wohl? Bei dem Carsten. Ach, der rammt dich jetzt. Ja, ja, der Spacko. So, fahren wir weiter zur Stadt? Also, fahr zur Werkstatt hier. Carsten, rammt der dich? Luxemburg. Mhm. Wo bist du denn? Mhm, hinter euch. Ich warte mal auf den Carsten. Ich entsorge gleich Carstens Problem. Wir treffen uns dann in Luxemburg. Hat sich schon gerade erledigt, jetzt kann er nichts mehr machen. Ist kaputt? Hast ihn jetzt ganz kaputt gefahren? Ne, er kommt aber noch näher. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal reportet und habe ich ihn... Ne, der steht. Abfahren nach Luxemburg, ne? Ne, der kommt echt näher. Ja. Hallo? Ja, Luxemburg abfahren, ja? Ja, Luxemburg. Ja. Also ich bin da zumindest abgefahren. Was nicht bedeutet, dass dies allgemeingültig ist. Doch, wir machen das mal. Sind wir bei Hasemer-Konvoi, ja, schon was Feines. Geht der Motor schon wieder aus. Du-di-du-di-du. Du, die oder du? Du und die und du. Oh. Roter. Ich sag doch, ich entsorge Carstens Problem ganz schnell. Was hast du denn gemacht? Ich hab in die Leitplanke gedrückt. So schöne Delle reingemacht. Ja, er redet schon wieder mit uns. Ja, er redet. Aber ich hab das mittlerweile ausgeschaltet. Der ist jetzt wahrscheinlich. Hallöchen, Popöchen! Sowas in der Art, meinst du? Hallöchen, Popöchen! Nein, Entschuldigung, ich find halt das nachgeäffte Meckern von Gronkh so lustig. Darum hab ich das jetzt nachgeäfft. Das nachgeäffte Meckern von Gronkh nachgeäfft? Ja. Kennst du das nicht? Ja, doch. Oh, ach, guck mal, hier ist ein Volvo. Ja, ich kann den Volvo an dem Volvo-Ding da reparieren lassen. Das finde ich eigentlich gut. Das ist schon ganz schön clever. Da kriegst du nämlich Originalteile. Ey, du depperte Hurensohn, was will denn der Scheiß? Was? Was geht bei dir, Peter? Wow, das höre ich zum ersten Mal. Ja, hat das jetzt auch Peter abgesehen, oder was? Es scheint so. Aber Huso geht immer. Huso geht immer, das ist richtig. Aber das fand ich ja jetzt und das nicht nur bei also den Griechen. Das kam von Peter jetzt tatsächlich unerwartet. Also, ja. Ich kenne den Peter seit 2 Jahren, habe ich noch nie gehört von ihm. Das hatte jetzt schon was, Peter. Das hatte Würze. Aber fand ich gut. Ja, fand ich auch sehr. Also, Entschuldigung. Ja, siehst du. Nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das machen wir selber. Machen wir selber, wir fluchen nur selber. Also. Aber da sieht man, gemeinsames Gaming lockert die Zunge, ne? Also, man vergisst irgendwann alle Arten der Höflichkeit. Wobei ich wieder an Lecken denken muss, irgendwie. Wenn ich bedenke, ne, Julian, was habe ich bei Battlefield irgendwann geflucht, ne? Ja. Also. Ja. Auch was? Wie so ein Bierkutscher. Ja, du hast geflucht, das heißt aber nicht, dass ich da auch geflucht habe. Ja, ja, Lecken. Erinnert ja, mich wieder an Leggy Yaya. Ja, das habe ich eigentlich auch gemeint. Hallo. Guck mal, da ist der Peter. Ach, guck mal, da ist. Ach, das ist der Peter. Das ist der Peter. Ne, der andere Peter. fährt nicht weiter, er steht. Er wartet auf uns. Aber wir haben uns wieder einen Verfolger eingehandelt. Wir sind gut. Ja, machen wir auch. Wir schaffen das jedes Mal in letzter Zeit. Wo fährst du hin? Ja. Ja, du. Ich fahr ein bisschen im Kreis. Achso, warum? Weil ich da Spaß dran hab. Jetzt geh ich dir auch Spaß einfach dem Carsten hinterher. Hallo, Josh. Hey, Josh. Guck mal, dass ich sinnvoll bin. Alle so weit? Also, kommt man denn fahren? Hat der Peter den schon repariert? Ja, das war jetzt die Frage. So ist er. Ja, er steht gerade da. Hast du schon. Er bewegt sich. Gut, dann fahren wir ja eh langsam. Ja, das Mario, ja, aber vielleicht nicht so, dass ich mitten auf der Kreuzung stehen bleiben muss. Nein, so langsam nicht. Steht wieder. Und hüpft nach vorne und nach hinten und nach vorne und nach hinten. Bei mir hüpft der James nach vorne. Wiederholen wir die Übung nochmal vorne und nochmal nach hinten. James hat einen völlig normalen Ping. Bei mir hüpft gar niemand, also zumindest der Carsten nicht. Bei mir hüpft Mario gerade auch nicht. Ja, jetzt auch nicht mehr, nur gerade eben. Also bei mir vor mir hüpft auch keiner. Boing. Boing. Nee, vor dir ist auch Boing. Ah, achso, ja. Ui, jetzt hüpft er gerade wieder. Ich halte mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Beziehungsweise, wenn einer, der hinter mir ist, also Josh oder Peter, wenn ihr Bock habt, mich zu... Feel free to do so. Wenn ich mich nicht free fühle... Dann nicht. Im Moment musst du hinter mir bleiben.
Ja, tatsächlich. James sagt Licht. Sich, Lichtfahrer sind sichtbarer. Ist ja auch so. Nee, einfach weil es noch 8 Uhr morgens ist. Ich schalte das Licht meistens erst so gegen 10 aus. Vor oder hinter der Brücke hoch? Vor der Brücke, ne? Ja. Vor der Brücke. Ich bin einfach zu faul, das Licht vor jedem Tunnel ein und nach jedem Tunnel auszuschalten. Deswegen bleibt's an. Ja, das kann man natürlich auch so machen. Naja. Ich brauch das nicht. Aber der Verfolger verfolgt mich. Ich hab doch Tagfahrlicht. Ich mach einfach Tagfahrlicht. Der Verfolger verfolgt dich? Ne, wir entfernen uns von dem Verfolger. Ich sagte, der Verfolger verfolgt nicht. Das nicht ist nicht deutlich angekommen. Das hörte sich wie mich an. Ach so, nee. Ja, das hörte sich wie mich an. Hallo, Mario. So ach nee. So, der James hat jetzt mal aufs Standlicht gewechselt. Ich habe auch hat Standlicht an, weil dann zum einen das Tagfahrlicht noch an ist, zum anderen die Navi-Beleuchtung. Ja, hab jetzt auch Standlicht an. Ja, Die brauche ich jetzt zwingend auch nichts an. Ja, ich hab die gerne. Es gab mal einen Patch, es gab eine Version. Da war das Navi, egal wie du das Licht anhattest oder nicht, war das hell, also immer gleich hell, war immer schön hell. Aber das haben sie dann wieder rausgepatcht. Das ist dann jetzt wieder... Da kommt einer von hinten, ich weiß jetzt nicht, ob es der Verfolger ist. Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Nee, keine Ahnung, Josh, warum. Das ist, Amika so. Henrik oder so heißt er. Geputzt. Weiß ich nicht, aber er bleibt auf jeden Fall hinter mir. Gekomat heißt er, glaube ich. Er ist 600 Meter hinter mir, das könnte ungefähr hinkommen. Gekomat ist weg. Jetzt ist er wieder da. Und wieder weg und wieder da wieder einsteigen mit dabei. War der das? Der hieß anders eigentlich, glaube ich. Mit dabei sein. Ja, der unser Verfolger war K. Hendrik. Oder ja, K. Hendrix. Irgendwie so. K. Hendrix. Ja, ich guck dann ja gerne mit Tab in die Liste. Tab, tab, tab. Hallo, Carsten. Tab, tab, du. Tab, 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 tab. Wieb, wieb, wieb. Wow, wow. War das jetzt Oscar? Nein. Nee. Das war nicht Oscar. Das war nein, der Oscar, Julian. Oscar macht ja, nicht fiep fiep. Aber sollte doch, das Oscar darstellen? Ja, das sollte Oscar darstellen. Das macht er auch öfter fiep fiep. Ich kann nur keine ja, Frage setzen. Fiep, fiep fiep macht Oscar dann wahrscheinlich, wenn er Hunger hat oder wenn du dem auf dem Schwänzle umlatscht. Oder wenn er alleine ist. Wenn er bettelt, dann macht er auch mal fiep fiep. Fiep! Nee, nicht. Cheep, cheep. Aber das ist ja weniger piep, piep, das ist ja mehr jaul, jaul. Ja, aber das piept so. Ja, aber das ist ein hochtöniges Piepen. Das ist, genau. Es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Carsten, dem Jaulen oder dem Ansatz ja, zu jaulen. Das Ansatz jaulen deine, ist halt deine piepen. Trecker, ne? Ja, die sind schön, ne? Nee, die bleiben garantiert im nächsten Feld stecken. Warum? Weil die Slicks-Reifen haben. Das ist aber doof. Die haben Slicks aufgezogen, das ist natürlich doof. Da musst du ich sehe die ja die ganze Zeit schon aus der Nähe und denk mir, irgendwas stört mich doch an diesen Dingern. Ja gut, jetzt weiß ich. Irgendwo muss man halt echt Polygone sparen. Ja, richtig. Ja, aber man hätte es ja wenigstens texturieren können. Das ist wahr. Also bei mir haben die aber von hier aus gesehen. Ah, bei mir ist der Josh. Muss man mal eben warte mal. I see Josh here. IC doch, da ist aber bei mir sind IC da. Rüber IC für you. Bei mir sind da. Boah, die sind sogar ausmodelliert. Zu überholen mir. Interessant. Nee, ich ja, sehe da nur Dreck. Einfach nur Drive auf ja, Dreck Spur. Ist da auch, ja. Dreckige Slicks. Ja, aber kann sein. Carsten. Welche Grafikeinstellungen habt ihr denn so? Ich hab High, Mega, ich High. Ich hab auch hab Ultra. Ja, aber es kann daran liegen, dass nur Carsten das sieht. Genauso ja, wie man bei sich selber nur die Partikel sieht. Richtig, ja. Wegen Low. Modell Stuff. Irgendwelche eine LOD Settings wahrscheinlich. Richtig. Ich auch gut. Auch du. Jetzt fängt das wieder an. Es war gerade auf so 0%, jetzt ist es auf 40. Jetzt geht's aber wieder runter. Ich muss links rüber. Danke. Und ich rüberlasse ich bin hier nur leider nicht. Bitte? Also ich würde dich ja rüberlassen, aber ich bin hier nur leider nicht, sagt der Josh. Achso, okay. Ja, das war ja dann noch. Ach, wird einspurig hier, wird einspurig. Das war ja noch nett. Da hinten ist ein Flugzeug gelandet. Das war ja nett gemeint, das fand ich auch nett. Ja, ja. Ich hab erst gedacht, du wolltest was Böses sagen, aber das war ja eigentlich, weil das ja nett gemeint. Warte mal. Ich sag doch nichts Böses. Nein, ich bin muss noch das ETS-Ritual machen. Ey Leute, ich bin auf Funkkanal 90. Ja, ich guck mal nach oben. Oh ja, aber warte, ich bin auf 9. Ich bin auch nur auf 9.
Ich bin auf 19. Ich bin auch auf 19. Dann rede ich jetzt mit dem Carsten, okay. Ja, die anderen hören wir einfach. Ich bin nicht auch mehr auf 19. Ja, dann macht ihr doch auf eurer 19. Ihr seid auch auf 19. Treppe. Genau. Wir haben alle den gleichen Funkkanal. Nein, bei uns steht da nur eine 9. Na, dann mehr gucken wir mal genauer nicht hin. Ja, mehr sehe ich halt nicht. Das wird von dem Knopf da verdeckt. Dann bin ich auf Funkkanal 91 so. Ja. Und ich auf, ich auf 9,1 so. 9,1, das Hitradio über den CW. Gleich nach den Nachrichten Jatak mit alle meine Entchen. Jatak ist nur Moderator. Ich bin nur Moderator. Achso, dann singt Carsten. Ich? Ja, wir verstehen jedes Wort. Ich habe mich im Programm geirrt. Bei, es gibt nach den Nachrichten gibt es bei Josh Russisch für Anfänger. The Return of Legiaja. Wodka. Wobei, gerade ist wirklich Return of Legiaja irgendwie schon. Ich glaube, ich muss gleich wieder links rüber. Ja, in der Tat. Was hat er denn getan, der Inder? Ich würde dich ja rüberlassen. Ich bin nur leider nicht da. Hallo Leute und willkommen zur Radioshow im ETS-Funk. Bitte was? Ich nehme das trotzdem gerne entgegen. Du musst aber auch erstmal sinnvolle Sachen vortragen, wie die Nachrichten und das Wetter und der Verkehr und so. Oh, das war ein bisschen schnell. Solange es nicht um den Verkehr mit der Luisa geht, ist es noch gut. James, du bist keine gute Orientierung für Geschwindigkeit. Verkehr mit Luisa macht man, Josh. Warum? Bei mir ist nichts passiert. Ah, bei mir auch nicht, aber du hast auf einmal gebremst. Scheiße. Und als du sagtest... Was ist ja, weil der Carsten gebremst hat, habe ich gebremst. Weil du sagtest, oh, das war ein bisschen schnell. Ja, weil die Kurve war ein bisschen arg. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Peter, hattest du, habe ich dich erwischt irgendwie, oder? Geht. Na, na. Okay, geht. Wir haben ja immer noch den Typen hinter uns, ne? Das ist ein anderer. Aber der scheint nicht wirklich rammen zu wollen, sondern der scheint nur überholen zu wollen. Der hat auch keinen Hänger nicht. Okay, ja gut. Ja, wobei... Aber aufpassen, der tut ein bisschen nockeln. Hat jemand, muss jemand tanken? Ich halte mich mal rechts. Nö, noch nicht. Nö. Halb voll. Selbst wenn, wäre es jetzt zu spät. Halb voll habe ich noch den Tank. Wie ist es denn noch? Ja, halb voll habe ich auch noch. Etwas über halb voll sogar. Ja, ich habe ja vor der Aufnahme erst noch gesagt. Also Kaleis sehe ich schon mal in der Karte. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, dann sind wir schon mal bei Kaleis. Also ich habe noch ganz, ganz viel, habe ich schon noch drin. Ich auch. Ja, ich bin ja mit spritsparendes Fahren noch nicht so weit. Was werden es denn ihr da so langsam? Okay. Wer ist langsam? Ja, ihr werdet gerade so... Wir fahren hier 80, 90 anti-schnell. So. Die anderen sind ja noch nicht da, weißt du? Ich bin hinter euch direkt. Ja, ich meine uns beide und die beide, wir fahren den direkt gerade hinten ins Gebälk. Ja, aber der Jatak und der Peter, die brauchen noch eine Weile scheinbar. Nö, nee, gar nicht so eine Weile, hundert Meter weit weg. Ja, aber der Busfahrer ist nochmal 200 Meter hinter dir, Julian. Ich bin jetzt über der Grenze. Bin jetzt über die Grenze gefahren. Das ist der Sicherheitsabstand für... Nein, nicht ganz. Der Josh wabert auch manchmal. Aber der Paketverlust ist jetzt wieder runtergegangen. Jetzt wird es abfahren. Josh, ich lass dich rein. Danke, ich war gerade auch Bremser, dann fahren wir mal so. Wunderbar, Schelter. Also, ich bedanke mich so LKW-Manier. Ja, mit Blinker, ne? Ja, oh, fein. Fühlt sich so richtig wie so ein echter Trucker. Ja, nicht wirklich, aber gut. Nur so ein bisschen, komm. Josh, du weißt, wie LKW-Bedanken geht, ja? Ja. Links, rechts, links. Ja. Gut. Links, rechts, links. Hallo Carsten. Hallo. So. Hallo James. Wer ist hinter mir? Müsste Josh sein. Boah. Müsste der Josh sein, boah. Der Leggy Jaja. Ich kam gerade auf. Boah. Hallöchen, Puppöchen. Der Josh macht beim neuen Star Wars mit. Pass auf, Julian, da ist einer links vor dir. Aber noch tut er mir. Hallo Carsten. Ich hoffe, das wird auch so. Hallo, da tut nichts, aber man weiß ja, wenn hier was passiert. Geradeaus. Ja, geradeaus. Mir hat er nichts, du. Ja. Verdammt, es geht wieder bergauf. Meine 17 Tonnen Joghurt, die ziehen so. Ich habe 20 Tonnen. Ist der denn gekühlt, Dinger, der Joghurt? Da ist er gekühlt. Hoffentlich. Der Joghurt, aber wär blöd, wenn ansonsten liefere ich halt Quark. Der Joghurt.
wir noch ein bisschen kälter und dann machen wir Joghurt-Eis draus. Ja, Joghurt-Eis. Das ist auch cool, ja. Müssen und wir noch ein paar Früchte reinstreuen? Müssen wir gerade aus, wenn er nicht gekühlt ist, dann liefere ich halt Quark. Ist doch egal. Ja. Hat als Joghurt begonnen und es endet als Quark.